Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich danke auch sehr herzlich dafür, weil es natürlich auch für mich eine wunderschöne Gelegenheit ist, unser tolles Projekt Glück macht Schule auch da hier einmal vorzustellen, diesem Publikum vorzustellen. Und ich möchte gleich damit beginnen, bevor wir zum Thema Ernährung kommen, dass wir überhaupt einmal schauen, was bedeutet dieses Projekt Glück macht Schule, was steckt dahinter. Es ist ein Projekt, das auf Initiative des Landesschulrates für Steiermark entstanden ist und in ganz enger Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark zusammenarbeitet und sich weiterentwickelt. Wir haben eigentlich schon 2008 mit den Vorbereitungen begonnen und wir hatten das ehrgeizige Ziel, mit einem Jahr Vorbereitung dann auch schon das umzusetzen. Begonnen haben wir mit 6 ausgewählten Pilotschulen. Vielleicht darf ich Ihnen noch vorher vorausschicken, dass das Glück in der Schule nicht unsere Erfindung war, sondern Anlass dazu, dass wir damit begonnen haben, war ein Buch, das im Jahr 2008 erschienen ist, aus Deutschland, das Thema Schulfach Glück von Ernst Fritz Schubert. Er war der Direktor einer Oberstufenschule in Heidelberg und er hat das Schulfach Glück eingeführt. Er hat es auch nicht erfunden, das gab es vorher schon unter dem Titel Wellbeing in England. Aber es war ihm ein Anliegen, dass Schule ganz einfach auch einen positiven Touch bekommt, dass Schule auch mit ganz positiven, persönlichkeitsstärkenden Elementen versehen wird. Er hat mit einer Berufsschule begonnen, also Sekundarstufe 2, und wir hatten in der Steiermark schon eine fast 20-jährige Erfahrung, gute Erfahrung mit den Bereichen Persönlichkeitsbildung, soziales Lernen, Ermutigung, Gewaltprävention, Suchtprävention, das in der Lehrerfort- und Lehrerinnenfortbildung schon ein großes Themenspektrum umfasst hat und haben daher auch den Mut gehabt, mit allen Schultypen zu beginnen, aufgrund dieser Erfahrung, denn Glück macht Schule, hat einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff zugrunde. Das heißt, es besteht aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, das ja heute unser Thema ist, aber der größte Teil im Thema ist eigentlich der psychosozialen Gesundheit gewidmet, der Psychohygiene, sowohl für Schüler und Schülerinnen als natürlich auch für die Lehrkräfte, als auch für die Eltern, weil wir auch mit den Elternvereinen immer wieder zusammenarbeiten, zu unserer Freude. Das heißt, aufgrund dessen haben wir uns getraut, zu beginnen mit Volksschule, Hauptschule, Neue Mittelschule, AHS und allgemein berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Das heißt, wir haben 6 Schulen ausgewählt aus jedem Bereich. Das heißt, es waren aber 2 Volksschulen und 2 NMS, weil die Praxisschulen der Pädagogischen Hochschule natürlich auch von Anfang an involviert waren. Und wir haben diese Module aufgebaut, so dass wir versuchen, eben diesen ganzheitlichen Aspekt sehr gut an die Lehrkräfte in den Fortbildungen zu bringen, mit einem Hintergedanken, den Sie dann auch gleich sehen werden bei unseren Zielen. Das heißt, das Ziel ist die Stärkung der Gesamtgesundheit und der Persönlichkeit der Schüler und Schülerinnen. Aber wir wissen auch aus der Persönlichkeitsbildung, dass es auch passiert, und das ist ganz wichtig heutzutage in den Schulen, dass auch die Persönlichkeit und die Gesundheit, die ganzheitliche Gesundheit der Lehrkräfte gestärkt wird. Wie gesagt, wir haben begonnen mit 6 Schulen, die schon auf einem sehr hohen Level in dieser Richtung waren und stehen, wie eingangs schon erwähnt wurde, und Sie sehen wahrscheinlich auch das Leuchten in meinen Augen dazu, wir stehen mittlerweile bei 130 Glücksschulen in der Steiermark, die begleitet werden, die sich fortbilden. Vielleicht sage ich das auch gleich dazu, ich muss leider gleich nach meinem Vortrag wieder gehen, weil wir heute mit der Modulreihe an der Pädagogischen Hochschule beginnen und 35 Kolleginnen und Kollegen von heute Nachmittag bis morgen am Abend sich einmal zum ersten Modul fortbilden. Daher bitte gleich im Vorhinein um Entschuldigung. Ja, ich darf jetzt aber eben auch einleiten auf diese Ernährung im Speziellen, die unter dem Titel steht Slow Food, Brain Food und Mood Food. Möchte aber die Gelegenheit nicht verpassen, Ihnen auch die Hauptthemenverantwortliche für dieses Thema vorzustellen, die Frau Fachinspektorin Elfriede Niederl. Elfi, bitte sei lieb und zeig dich.
für Ernährung und Gesundheit im Landesschulrat für Steiermark. Wir sind also ein Team von Personen, die das begleiten und aufgeteilt. Also ich habe das Glück, wirklich das Glück, dass ich das, die Gesamtleitung übernehmen durfte. Und die Frau Fachinspektorin ist also unsere Expertin für die ganzen Ernährungsaspekte. Ja. Wofür steht unser Glück? Weil Glück kann ja ein Begriff sein, der ein bisschen polarisiert. Das ist durchaus auch gewünscht, weil dann spricht man auch darüber. Unser Glück steht für Lebenszufriedenheit und für Wohlbefinden. Lebenszufriedenheit ist eigentlich die kleine Schwester des Glücks, denn Glück ist immer etwas Momentanes, ein ganz starkes Gefühl, und das andauernde Gefühl dazu ist die Zufriedenheit. Im Deutschen haben wir leider nur ein Wort für Glück. Im Englischen tut man sich leichter mit Luck und Happiness, das Zufallsglück auf der einen Seite und Happiness, eben diesen Zustand des Glücks, der uns für uns entscheidend ist, zu unterscheiden. Jeder Mensch kann zu seinem Glück beitragen. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, ist es aber nicht, denn wir profitieren in dem ganzen Lebensfach Glück sehr, sehr stark von den Erkenntnissen der Gehirnforschung der letzten 15 Jahre in allen Bereichen. Und eine Erkenntnis der Gehirnforschung, also der Neurowissenschaften beziehungsweise auch der Glücksforschung, die es übrigens schon mehr als 30 Jahre gibt, war es zu erkennen, dass 50% in unseren Genen bereits grundgelegt ist. Aber auch Gene können sich verändern. Dass 15% nur, und das mag Ihnen vielleicht verwunderlich erscheinen, 15% nur aufgrund der Umweltbedingungen und überhaupt also unserer ganzen Umgebungsbedingungen bestimmt werden, und 35%, das heißt also mehr als ein Drittel, können wir wirklich selbst zu unserem Glück, zu unserem Wohlbefinden beitragen. Was uns sehr wichtig ist in diesem Fach ist, dass wir alle Inhalte, alle Übungen und alle Theoriebeispiele wirklich, also wissenschaftlich abgesichert, evidence-based, wie das heute so schön auch auf Neudeutsch heißt, verwenden. Es ist uns ganz, ganz wichtig, denn Sie können sich vorstellen, dass beim Thema Glück immer wieder auch andere Themenbereiche hereinspielen möchten, von denen wir uns aber distanzieren wollen, weil für uns eben die Seriosität, und ich denke, das ist auch die Grundvoraussetzung, dass man in Schulen gehen kann, dass man ein Thema wirklich absolut wissenschaftlich seriös betreut, dass wir das auch anstreben und eigentlich auch umsetzen. Und wir versuchen eben zum Beispiel mit Übungen, natürlich auch mit den jeweils ganz entscheidenden Theorieblöcken, die Lehrkräfte in den Seminaren dorthin zu bringen, dass sie die Übungen auch selber ausprobieren, denn Glück kann man nicht aus einem Buch lernen. Man kann sich aus einem Buch Anregungen holen, aber man muss diese Übungen durchlaufen, man muss sie selber spüren, man muss sehen, was gut für einen ist. Vielleicht darf ich ganz kurz noch auf den wissenschaftlichen Unterbau in ein paar Worten eingehen. Auf den wir uns als erstes beziehen, ist der Aaron Antonovsky, der in den 70er Jahren die Salutogenese, den Begriff, geprägt hat, weil man davor in der Medizin eigentlich immer geschaut hat, wie kann man Krankheiten heilen, also die sogenannte Pathogenese. Antonovsky hat das umgedreht und hat gesagt, wie können wir Menschen so sehr stärken in ihrer Gesundheit, damit sie erst gar nicht krank werden. Unser zweiter Weg, Führer, Wegbegleiter, ganz vielleicht ein bisschen übertrieben, ist dann der Martin Seligman, ein Psychologe, der den gleichen Ansatz für die Psychologie geprägt hat. Das heißt, die Psychologie hatte bis dorthin die Aufgabe, Menschen von psychischen Problemen zu heilen, und Seligman hat gemeint, wir sollten die Menschen dahingehend stärken, dass psychische Probleme erst gar nicht entstehen können. Das heißt, das nennt sich dann die positive Psychologie. Und die Gehirnforschung der letzten 15 Jahre habe ich schon erwähnt, die uns also wirklich ganz, ganz viel bringt, angefangen vielleicht vom Herrn Csikszentmihalyi aus Ungarn, der mit seinem Flow den Begriff geprägt hat, also ganz aufzugehen in einer Tätigkeit, ist also auch so ein Stück weit Glück. Wir beziehen uns aber natürlich auch auf, genannt seien jetzt nur drei der bekanntesten deutschen Gehirnforscher, Joachim Bauer, Manfred Spitzer und Gerald Hüther.
die für uns sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse geliefert haben. Beispielsweise, und das bezieht sich jetzt besonders auch auf unser Ernährungsmodul, dass Lernen mit positiven Emotionen besetzt am besten gelingen kann. Lernen und Lernen. Wir kennen vielleicht aus der eigenen Schulzeit auch noch die angstbesetzte Variation des Lernens, des Learning to the Test, von dem wir ja eigentlich ganz, ganz weit entfernt sein wollen. Das heißt, wir nehmen die Persönlichkeiten an, wie sie sind, holen sie ab, wo sie sind und versuchen ihnen Wegweiser zu geben und sie zu unterstützen bei ihrer Entwicklung und versuchen eben Lerninhalte auch so hinüberzubringen, indem wir die Persönlichkeiten ernst nehmen, mit viel Wertschätzung, mit Respekt behandeln. Das ist eigentlich das, was wir uns ja auch zurückerwarten und das funktioniert natürlich auch, wenn wir als Lehrkräfte so in die Klassen gehen, auch wenn das nicht immer ganz leicht ist, das wissen alle, die im Schuldienst tätig sind. Ja, und dann vielleicht noch genannt sei der Eckhard von Hirschhausen, der ja eigentlich auch als Mediziner sich sehr stark damit beschäftigt hat, der aber das Ganze auch in Kabarettform sehr treffend unter die Menschen bringen kann und den wir auch bei den Seminaren immer sehr, sehr gerne zitieren. Doch jetzt zur richtigen Ernährung, die glücklich macht. Ich komme dann im Detail auch noch weiter dazu. Aber ich sage Ihnen vielleicht noch kurz die Ziele vorher, damit Sie sehen, worum geht es jetzt eigentlich wirklich. Also glücklich ist klar, selbstsicher ist wichtig. Das heißt, die Jugendlichen, die Kinder zu unterstützen, selbstsicher, nicht als Mitläufer, sondern selbstsicher heißt also für uns auch, dass sie eine Meinung haben und diese auch äußern und auch den Mut haben, sie kundzutun. Darin wollen wir sie unterstützen mit den Lebenskompetenzen, die Life Skills, die auch von der Wirtschaft so stark gefördert werden und gefordert werden heutzutage, sprich also zum Beispiel die Teamfähigkeit. Etwas ganz Schönes ist für uns, dass wir versuchen, den Leistungsbegriff positiv zu besetzen. Bei uns ist Leistung sehr oft mit Streber verbunden und die Schublade geht auf. Die leistungswilligen Schüler und Schülerinnen kommen hinein und die Schublade wird zugemacht. Danke, die gelbe Karte kommt zumindest einmal, danke. Gut, dann werde ich das schnell durchgehen. Also wir versuchen, den Leistungsbegriff positiv zu besetzen. Ich muss mich anstrengen, um ein Ziel zu erreichen, aber wenn ich es erreicht habe, dann kann ich auch sehr stolz sein. Dahingehend brauche ich eigentlich nichts mehr sagen, das habe ich alles schon erwähnt und jetzt möchte ich Ihnen kurz die Module vorstellen, bevor wir zum dritten Modul dann gehen. Sie sehen also Freude am Leben und das seelische Wohlbefinden und die Freude an der eigenen Leistung und das sechste Modul, das Ich und die soziale Verantwortung, sind also die psychosozialen Module. Die Ernährung ist unser drittes Modul, das in der heurigen Seminarreihe wieder im Jänner stattfinden wird. Der Körper in Bewegung ist einerseits zum Aggressionsabbau, aber auch Bewegung brauchen wir zum Leben. Das hat auch meine Vorrednerin schon anklingen lassen. Der Körper als Ausdrucksmittel arbeitet mit theaterpädagogischen und dramapädagogischen Elementen. Und jetzt zur Ernährung. Ich brauche Ihnen dazu eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, weil vieles ist auch heute schon angeklungen. Slow Food ist also als Gegengewicht zum Fast Food, das natürlich bei unserer Jugend einen ganz hohen Stellenwert einnimmt. Wir brauchen nicht über die Gesundheitsfähigkeiten davon sprechen. Es geht wirklich um den bewussten Genuss beim Slow Food, um den regionalen Genuss. Eben, da kann ich mich ganz anschließen bei meinen Vorgängerinnen. Brain Food, und auch da gibt es eben Gott sei Dank ganz, ganz viele Untersuchungen, ist Nahrung, die die Konzentrationsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen stärkt. Denn das Fast Food ist ja auch etwas, das der Konzentrationsfähigkeit abträglich ist. Das heißt, wir haben diese sogenannten Brain Food Elemente eigentlich in den meisten Lebensmitteln enthalten. Allerdings ist bei uns sehr vieles so denaturiert und schon so viel bearbeitet, dass es nur mehr in kleinen Dosen darinnen auch wirklich vorzufinden ist. Aber wir wissen eben, und ich denke an die Äpfel, die hinten auch sind, dass eine richtige Ernährung, eine richtige Pausenernährung auch, obwohl das, also das kann jetzt die Milch sein, aber genauso eben auch das Obst für die Konzentrationsfähigkeit und auch für das Wohlbefinden ganz, ganz wesentlich sind. Und der neueste Aspekt in der Forschung ist das sogenannte Mood Food. Das heißt, es gibt wirklich Nahrungsmittel, die unsere Laune, die unser Wohlbefinden positiv beeinflussen können. Die bekannteste
Formation davon ist die Schokolade, und Schokolade macht wirklich glücklich. Es kommt halt immer auf die Dosis an, die man da zu sich nimmt. Aber Schokolade hat wie Banane auch die Möglichkeit, das körpereigene Serotonin, das ist also ein Glücksbringer, Botenstoff im Gehirn, anzukurbeln. Und das ist wirklich also ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, wir schauen auch beispielsweise mit Nüssen und anderen Dingen, wie wir wirklich auch zu einer positiven Stimmung beitragen können, auch durch die Elemente der Ernährung. Und ganz unten habe ich Ihnen noch einen winzigen Blick auf die Seminarinhalte auch gegeben. Es geht um gemeinsame Mahlzeiten. Das ist auch etwas, was für Kinder und Jugendliche immer wichtiger wird, weil es immer seltener stattfindet. Es geht aber auch um Essenskultur, um Tischkultur, denn Essen ist ein kultureller Faktor, den man wirklich auch hochhalten soll, und deswegen ist es uns auch ein großes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche auch lernen, wie decke ich einen Tisch und wie benehme ich mich bei Tisch und wie gestalte ich das richtig. Und eine Übung, die besonders gut ankommt, auch immer bei uns Erwachsenen, wenn wir sie machen, sind Sinnesschulungen. Auch heute sehr wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen helfen bei der Unterstützung, dass sie ihre Sinne auch wahrnehmen. Das ist zum Beispiel eine Übung, wo Kinder und Jugendliche hören sollen, wovon abgebissen wird, ob das Soletti sind oder ein Apfel. Und die Übung macht viel Spaß und hat ganz einfach auch einen hohen Bewusstseinsaspekt. Und ich denke, jetzt bin ich am Ende meiner Zeit angelangt. Danke Ihnen vielmals für die Geduld und fürs, was ich so an Ihren Blicken auch gesehen habe, fürs aktive Mitdenken und Mittun, und wünsche auch noch einen schönen und spannenden und interessanten restlichen Nachmittag. Vielen herzlichen Dank. Applaus